Hallo und guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht um das Thema Wiedergeburt und zwar die Anwendung des Schlüssels, wenn wir so sagen wollen. Wir haben ja gesehen, dass wir im Alten und im Neuen Testament sehr, sehr viele Bibelstellen auf eine ganz neue Art und Weise verstehen können, dass das plötzlich sehr viel Licht auch gibt für Bibelstellen, die wir vielleicht bisher mit der Wiedergeburt überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht haben, nämlich mit der neutestamentlichen Wiedergeburt. Und wir wollen diesen Schlüssel jetzt mal anwenden auf eine alttestamentliche Bibelstelle, und zwar aus 1. Samuel 4. Das ist die Begebenheit, wo die Philister die Bundeslade Gottes wegnehmen. Israel war im Krieg mit den Philistern und der Streit sah nicht so sehr gut aus. Dann haben die Bundeslade wie ein Maskottchen dann geholt und mit ins Heerlager gebracht. Und unglaublicherweise haben die Philister dann tatsächlich Israel besiegt und die Bundeslade gestohlen. Und in dem Zusammenhang gibt es sehr, sehr interessante Dinge anzuschauen. Da wollen wir uns jetzt kurz Zeit nehmen für. Aber zunächst lesen wir mal den Text. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Streit und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Afek und stellten sich gegen Israel. Und der Streit teilte sich weit und Israel ward von den Philistern geschlagen. Und sie schlugen in der Ordnung im Feld bei 4000 Mann. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Lasst zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo. Und lasst sie unter uns kommen, dass sie uns helfe von der Hand unserer Feinde. Und das Volk sandte gen Silo und ließ von da holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim sitzt. Und es waren da die zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Phinehas. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit einem großen Jauchzen, dass die Erde erschallte. Da aber die Philister hörten das Geschrei solchen Jauchzens, sprachen sie: Was ist das für ein Geschrei solches großen Jauchzens in der Hebräer Lager? Und da sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen wäre, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen. Und sprachen weiter: Wehe uns, denn es ist zuvor nicht so gestanden. Wehe uns, wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. So seid nun getrost und Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsstet den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und streitet. Da stritten die Philister und Israel ward geschlagen und ein jeglicher floh in seine Hütte. Und es war eine sehr große Schlacht, dass aus Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes ward genommen und die zwei Söhne Elis, Hophni und Phinehas, starben. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer und kam gen Silo desselben Tages und hatte seine Kleider zerrissen und hatte Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hineinkam, saß Eli auf dem Stuhl, dass er auf den Weg sähe, denn sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes. Und da der Mann in die Stadt kam, sagte er es an, und die ganze Stadt schrie. Und da Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ist das für ein lautes Getümmel? Da kam der Mann eilend und sagte es Eli an. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren dunkel, dass er nicht sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli: Ich komme und bin heute aus dem Heer geflohen. Er aber sprach: Wie geht's zu, mein Sohn? Da antwortete der Verkündiger und sprach: Israel ist geflohen vor den Philistern und ist eine große Schlacht im Volk geschehen, und deine zwei Söhne Hophni und Phinehas sind gestorben. Dazu die Lade Gottes ist genommen. Da er aber der Lade Gottes gedachte, fiel er zurück vom Stuhl am Tor und brach seinen Hals entzwei und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Phinehas Weib, war schwanger und sollte bald gebären. Da sie das Gerücht hörte, dass die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot war, krümmte sie sich und gebar, denn es kam sie ihre Wehe an. Und da sie jetzt starb, sprachen die Weiber, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete nichts und nahm's auch nicht zu Herzen. Und sie hieß den Knaben Ichabod und sprach: Die Herrlichkeit ist dahin von Israel, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sprach abermals: Die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Ja, schauen wir uns den Text mal im Detail an. Scheint ja
einiges an Tadel auch in diesem Text schon vorhanden zu sein. Zum Beispiel jetzt hier in Vers 3, wo die Ältesten Israels dann sagen, warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Wenn der Herr uns nicht hilft, dann nehmen wir halt die Bundeslade mit. Das sieht so aus, als ob der Segen Gottes da geradezu erzwungen werden soll. Und sie sagen ja auch, dass sie uns helfe von der Hand unserer Feinde. Also wenn Gott nicht hilft, dann muss halt die Bundeslade helfen, aber irgendjemand muss jetzt daran, damit Israel nicht verliert. Und wir sehen in dem darauffolgenden Vers, dass die Bibel sehr deutlich sagt, dass die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth geholt wurde, ja, der über den Cherubim sitzt. Also Gott thront nicht in der Lade, man kann nicht über ihn verfügen, sondern er ist der, der über der Lade, über den Cherubim sitzt. Die Bundeslade hat ja diesen goldenen Deckel, auf dem die beiden goldenen Cherubim sich gegenseitig anschauten und bedeckten mit ihren Flügeln. Und man hört förmlich die Kritik der Bibel. Und es geht sogar noch weiter. In Vers 6, als die Philister hörten das Geschrei solchen Jauchzens, da wissen die Philister besser, wer Gott ist, als Israel selbst, als sein eigenes Volk. Vers 8, wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. Seid getrost und kämpft. Ja? Also als ob die Philister besser wissen, wer Gott ist und dass Gott zu fürchten ist als sein eigenes Volk. Wird also schon deutlich, in welchem geistlichen Zustand das Volk Gottes war. Und wie es dann auch so kommen musste, die Philister besiegen Israel. Vers 10 steht, da stritten die Philister, Israel ward geschlagen, ein jeglicher floh in seine Hütte. Und es war eine sehr große Schlacht, dass aus Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Und die zwei Söhne Elis, Hophni und Phinehas, die starben auch. Und irgendwann kommt diese Kunde von der geraubten Bundeslade und von der verlorenen Schlacht dann auch zu Eli. Und Eli war 98 Jahre alt, seine Augen waren dunkel, er konnte nicht sehen, er war ein schwerer Mann, alt geworden, blind geworden, schwer geworden, unbeweglich geworden. Also nicht unbedingt das Vorbild für einen geistlichen Führer eines Volks. Mose war da ganz anders, ja, der war also bis ins hohe Alter noch wach und fit und war lebendig auch vor Gott, aber bei Eli war das hier komplett anders. Und als er von der Lade Gottes hört und der Lade Gottes gedachte, so steht in Vers 18 da, fällt er zurück vom Stuhl am Tor und bricht seinen Hals entzwei und stirbt. Also der fällt nicht auf sein Angesicht, sondern er fällt rückwärts, bricht sich das Knick und stirbt. Und wenn wir so wollen, mal ein bisschen einzusteigen hier in die Auslegung, dann können wir vielleicht sagen, Eli steht, wenn man so sagen will, prophetisch für den alten Bund, bildhaft für den alten Bund. Und die Bundeslade ist eigentlich ein Bild für Gottes Gegenwart, Gottes Heiligtum. Und heilsgeschichtlich ist Gott von seinem Volk Israel weggegangen, nachdem sie seinen Sohn verworfen haben. Das ist für uns heute nach 2000 Jahren auch einsichtig und verständlich. Jeder weiß, dass das Evangelium von Israel ausgegangen ist und in alle Welt gegangen ist. Und in aller Welt sind Christen geworden und haben an Jesus Christus geglaubt und an seine Botschaft. Nur sein Volk Israel, die Juden, tun das bis heute leider nicht. Und das, was wir hier lesen von der Bundeslade, das ist ein Bild dafür, dass die Bundeslade entführt wird, zu den Philistern dort eine Zeit lang bleibt und später dann auch wieder zurückkommt. Auch da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Wir können sagen, dass wir hier im kleinen Format die heilsgeschichtliche Entwicklung Israels haben. Die Bundeslade geht zu den Heiden, Gottes Gegenwart, Gottes Geist, Gottes Wesen geht weg von Israel zu den Nationen. Das haben wir nach Pfingsten vor 2000 Jahren mehr oder weniger deutlich auch erlebt und durch die Jahrhunderte auch gesehen. Der alte Bund ist beendet, Eli fällt nach hinten um und bricht sich den Hals. Und jetzt wird es interessant, weil die Schwiegertochter des Eli, die war schwanger. Das war die Frau von dem Phinehas. Und die sollte gebären und diesem Bild auf die Tochter Zion, auf Israel. Und als sie hört, dass die Bundeslade Gottes weggenommen worden ist und zu den Heiden geht, im Bild übersetzt jetzt mal in die Heilsgeschichte, als Zion vernimmt, dass Gott seinen Geist zu den Nationen gibt und in die Welt gibt, zu den Heiden, zu den Unbeschnittenen, zu den Unreinen, nämlich zu uns, da kommt sie nieder und gebiert. Und das ist in Jerusalem auch passiert zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Das Gericht geht über dieses Volk. Zion gebiert,
Er kommt nieder, gebiert im Bild zu Pfingsten neue Menschen in Christus. Also die erste Wiedergeburt in der Heilsgeschichte Gottes hat in Jerusalem selbst stattgefunden, zum Pfingstfest damals, so wie in Apostelgeschichte uns berichtet ist. Das heißt, die Tochter Zion gebiert, aber sie selber, Jerusalem selber, geht nicht mit in den neuen Bund. Israel bleibt im alten Bund, wird von den Römern irgendwann dann okkupiert, besetzt, besiegt, bekriegt, besiegt und irgendwann zerstreut und unter die Nationen zerstreut, bis in unsere Tage. Und wir sind eigentlich die Generation, die sehen, dass dieses Volk wieder ins Land gekommen ist. Und das wird hier bildhaft beschrieben, dass die Schwiegertochter von dem Eli, die schwanger war, dass sie, als sie hört, dass die Lade Gottes genommen und zu den Philistern geht und dass ihr Mann und ihr Schwiegervater tot sind, respektive der alte Bund beendet ist, da kommt sie nieder und gebiert, aber sie nimmt sich dieses Kindes nicht mehr an. Und das ist heilsgeschichtlich auch mit der Tochter Zion geschehen. Es gab Wiedergeburt in Jerusalem, aber die halsstarrigen Pharisäer blieben in ihrem Glauben, nur ein Überrest kam zum Glauben und danach ging das Evangelium, respektive die Bundeslade zu den Philistern oder das Evangelium ging zu den Heiden. Und dann steht auch hier, als sie starb, da sprachen die Frauen, die neben ihr standen, Vers 20, ist das, fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete nichts und nahm sich's auch nicht zu Herzen. Das war im Prinzip, fast kann man sagen, war ihr egal, ja. Sie hört zwar noch von der Geburt ihres Sohnes oder Zion hört noch zu Pfingsten von der Wiedergeburt dieser Tausenden von Menschen in seinen Mauern, aber Zion selbst nimmt sich dieser Sache nicht mehr an. Sie freut sich nicht mehr darüber, sondern sie lässt ihr Leben, sie stirbt und sie nennt dieses Kind dann auch tatsächlich Ikabod, nicht Herrlichkeit, weil sie spricht, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sprach abermals, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Also es war so schlimm, dass die Lade, Bundeslade Gottes zu den Heiden, zu den Unbestimmten, zu den Philistern ging, gesagt hat, aller Segen ist jetzt vorbei, jetzt ist alles am Ende und sie selbst stirbt auch. Und das ist eine Bibelstelle, die mir auch erst deutlich geworden ist, als ich mich mehr und mehr mit diesem Thema der Wiedergeburt oder der Ankündigung der Wiedergeburt im Neuen Testament beschäftigt habe. Das ist eine solche wunderschöne Sache, dass man auch plötzlich diese Stelle hier im Alten Testament verstehen kann, einordnen kann und dieses alttestamentliche Bild, was man bislang vielleicht einfach nur gelesen hat und mehr oder weniger nicht erklären konnte, bekommt plötzlich seinen geistlichen Sinn in der Art und Weise, dass es wie ein prophetisches Bild auf die Zukunft ist, dessen, was heilsgeschichtlich mit der Tochter Zion, mit Jerusalem passiert ist. Und wir kennen das auch schon aus dem biblischen Zusammenhang. Uns ist das sehr, sehr geläufig, was zu Pfingsten in Jerusalem passiert ist, weil wir ja auch in der Apostelgeschichte da die Berichte auch von haben, dass auch zu Pfingsten jedes Jahr dann auch diese Texte immer wieder auch lesen. Aber mit dieser Kenntnis über die Ankündigung der Wiedergeburt im Alten Testament werden plötzlich diese Bibelstellen hier, 1. Samuel 4, so unglaublich lebendig. Wir wollen es hierbei jetzt mal bewenden lassen, nicht zu lange machen, aber wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, lesen Sie das einfach nochmal in Ruhe durch. Dieses Kapitel wird plötzlich ganz hell und interessant und es ist tatsächlich ein großes Wunder und für mich auch immer eine Bestätigung dafür, dass Gottes Wort ein lebendiges Wort ist und durch Gottes Geist auch geschrieben wurde, weil das kann niemand so vorformulieren, um das dann irgendwann im Jahr 0 oder 30 nach Christus dann in Jerusalem geschehen zu lassen. Das funktioniert einfach nicht. Und trotzdem haben wir diesen Text hier und es gibt noch viele, viele weitere Sachen, die interessant sind. Und in der nächsten Folge wollen wir uns auch nochmal anschauen, wie das ist, wenn die Bundeslade zurückkommt. Einstweilen vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.